Extrasolare Planeten. Wir sind nicht allein. Eine kleine Entdeckungsreise zu Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Liebe Freunde von allgemeiner Bildung und Astronomie. Bis 1995 kannten wir nur die 8 Planeten, früher waren es 9, unseres eigenen Sonnensystems. Seitdem ist das Unmögliche wahr geworden und viele tausende Planeten außerhalb unseres Systems und bei ganz fremden Sonnen wurden gefunden, und zwar sicher. Ein Bruchteil davon, aber immer noch Dutzende bis Hunderte, erscheinen bewohnbar für unsere Art von Leben. Vielleicht sind einige schon bewohnt und wir haben Nachbarn im Weltall in sehr großer Entfernung. Diese Nachbarn sehen vermutlich sehr anders aus als wir. Unsere Fantasie ist aber schon weiter und schafft künstlerisch neue Welten. Ich wünsche wieder einmal viel Freude am Erwerb von Wissen und an den Träumen unserer Fantasie. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Unser eigenes Sonnensystem besitzt einen einzelnen Zentralstern vom Hauptreihentyp, unsere lebensspendende Sonne, und 8 Planeten sowie 3 Zwergplaneten. Bei extrasolaren Planeten oder Exoplaneten handelt es sich um Himmelskörper, die auf Keplerbahnen einen anderen Stern als unsere Sonne umkreisen. Das Bild zeigt sehr schön die Abhängigkeit der habitablen Zone, also der bewohnbaren Zone von Planetensystemen von 2 Faktoren. Erstens von der Entfernung des Planeten zu seinem Zentralstern. Und zweitens die Abhängigkeit des Lebens auf einem Planeten von der Leuchtkraft des Zentralsternes. Unsere Erde steht in einer Entfernung von einer astronomischen Einheit, einer AU oder AE, von der Sonne und liegt damit genau in der Mitte der habitablen Zone. Venus und Mars liegen bereits grenzwertig oder knapp außerhalb dieser bewohnbaren Zone. Bei sehr starken Zentralsternen wie in der Zeile 1 muss die Entfernung von Planeten natürlich größer sein zu ihrem Stern. Bei sehr schwachen Zentralsternen wie roten Zwergen in der unteren Zeile muss der Planet wesentlich dichter am Zentralstern stehen. Von manchen Astronomen wird auch Ähnliches postuliert für unsere Milchstraße. Auch dort soll es eine habitable Zone, eine besonders günstige Zone für das Leben geben. Unsere Sonne, siehe der Pfeil in dem Bild, liegt in einem ruhigen Arm, dem Orionarm, am Rande dieser habitablen Zone. Mir scheint die Analogie etwas gewagt. Die Argumentation ist allerdings folgende: Im Zentrum der Milchstraße brodelt ein Monster, ein schwarzes Loch, das ganze Planetensysteme verschlingt. Und in der Peripherie unserer Galaxie werden eben die Massen und Materie und die Möglichkeiten immer seltener und geringer. Wir Menschen träumen schon lange von fernen Planeten und anderen Lebensformen. Die Suche nach diesen Exoplaneten ist aber sehr schwierig und das Bild zeigt, warum. Die kleinen Planeten werden von ihrem Zentralstern überstrahlt. Hier ein Bild, das die Erde, die winzige Erde, im Verhältnis zu unserem Stern zur Sonne zeigt. Bis vor kurzem war es nicht möglich, Planeten mit erdgestützten Teleskopen zu finden, jetzt gelingt aber sogar das. Besser kann man Planeten finden mit Weltraumteleskopen oder Raumsonden oder mit indirekten Nachweismethoden. Zur Geschichte der Entdeckungen von Exoplaneten. In den 1980er Jahren gab es erste Beobachtungen, die aber noch zu unsicher waren.
1990 erfolgte die erste Bestätigung eines Planeten PSR 1257 plus 12 um einen Pulsar indirekt durch die Lichtlaufzeitmethode durch einen polnischen Astronomen. Leben in der Umgebung eines Pulsars erscheint aber unmöglich. 1995 wurde der erste Exoplanet in einem mit uns vergleichbaren Sonnensystem wieder indirekt durch M. Mayer in Genf als 51 Pegasi b in einer Entfernung von 40 Lichtjahren nachgewiesen. Unser Bild zeigt jetzt die erste Aufnahme. Am 10.09.2004 gelang bei der ESO erstmals die direkte Aufnahme des Planeten 2M1207b, der einen braunen Zwerg links unten umrundet. Dieses Bild gibt einen Begriff von der Schwierigkeiten der Auswertung der Bilder des berühmten Hubble-Teleskops. In der Mitte steht der Zentralstern Fomalhaut mit einer Staubscheibe darum herum. Und bei genauer Auswertung sieht man, dass der Exoplanet Fomalhaut B als beweglicher Lichtpunkt unten rechts in dem kleinen Ausschnitt von 2004 bis 2006 sich bewegt hat. Wie kann man Planeten nachweisen, die winzigen Planeten neben ihrer riesigen Sonne? Der Königsweg ist natürlich der direkte Nachweis durch ein Teleskop und die Dokumentation mit einem Bild. Das möge hier auf diesem Bild geschehen, der winzige Fleck rechts unten von der Mitte ist der Merkur, als er gerade vor unserer Sonne vorüberzieht. Der Fleck links am Rande ist kein Planet, sondern ein Sonnenfleck. Als zweites helfen uns die indirekten Nachweismethoden. Einleuchtend ist dabei die Transitmethode. Beim Vorbeizug eines Planeten vor seinem Stern kommt es zu sehr leichten, aber periodisch wiederkehrenden Helligkeitsschwankungen, die durch sehr präzise Photometrie erfasst werden können. Hier sehen wir diese Helligkeitsabsenkung beim Vorbeizug. Es gibt weitere indirekte Methoden des Nachweises von Planeten. Die Radialgeschwindigkeitsmessung. Der Stern und der Planet kreisen um einen gemeinsamen Schwerpunkt. Die Bewegungen der großen Sonne sind nur klein, können aber in radialer Richtung, also in der Sichtlinie vom Beobachter, als periodische Verschiebungen des Dopplerspektrums ihres Lichtes gemessen werden. Weiter gibt es die astrometrische Messung. Der Stern macht auch seitliche Wackelbewegungen quer zur Sichtrichtung. Diese können durch Bestimmung des Sternortes in Relation zu benachbarten Sternen gemessen werden und lassen Rückschlüsse zu. Eine weitere indirekte Nachweismethode ist die Gravitations-Mikrolinsenmethode. Beim Vorbeizug eines massereichen Objektes im Vordergrund kommt es durch seine Gravitationslinse, von Albert Einstein vorhergesagt, zur Verstärkung und/oder Abschwächung oder Formänderung des Lichtes eines Hintergrundobjektes, also zum Beispiel eines Planeten hinter einem Stern. Das ist nur durch den Doppelcharakter des Lichtes zu erklären. Licht kann als elektromagnetische Welle oder Strahlung verstanden werden, jedoch auch als Strom von masselosen Photonen, also Lichtteilchen, die dennoch trotz ihrer Masselosigkeit in einem Gravitationsfeld der Schwerkraft unterliegen und gebeugt werden. Ein Planet verursacht dabei charakteristische Spitzen oder Lichtlinsen, was erstmals 2003 nachgewiesen wurde. Mit dieser Methode können auch sehr ferne Planeten nachgewiesen werden. Auf dem Bild sieht man mehrere Beispiele von solchen Gravitationslinsen oder Einstein-Ringen.
Auf diesem Bild ist noch einmal das Schema einer Gravitationslinse zu sehen. Ein Beobachter auf der Erde zum Beispiel rechts im Bild kann ein eigentlich verborgenes Objekt hinter einer großen Masse sehen, weil dessen Licht, also elektromagnetische Wellen, vom Gravitationsfeld der vorgeschalteten Masse gebeugt werden. Allerdings nicht als klares Bild, sondern in Form dieser sogenannten Einstein-Ringe oder Gravitationslinsen. Es war eine Sensation, ein Triumph, als das erstmals dokumentiert werden konnte und damit Einsteins spezielle Relativitätstheorie auch praktisch bestätigt werden konnte. Weitere indirekte Nachweismethoden für Planeten sind die Planetenbahnstörungen. Wenn also bereits Planeten bekannt sind und ihre Bahnen bestimmt sind, dann kann man aus Störungen der Planetenbahn auf weitere Planeten schließen. Ferner gibt es noch die Lichtlaufzeitmethode. Ebenfalls durch Wackelbewegungen der Sonne kann man durch die genaue Bestimmung der Laufzeit des Lichtes auf Störeffekte durch Planeten schließen. Jetzt wollen wir die Theorie der Nachweismethoden von Exoplaneten verlassen und uns ihrer Statistik zuwenden. Also, 1995 wurde der erste Exoplanet sicher nachgewiesen. Ab 2004 ging es so richtig los und seitdem schnell nach oben. Durch verbesserte Nachweismethoden und durch die neuen Weltraumteleskope, insbesondere Hubble, Kepler und Webb. Die Statistik mit dem Stand vom Juli 2022 zeigt, bisher sind etwa 5100 Exoplaneten nachgewiesen in 3800 Sonnensystemen. Davon besitzen über 800 Systeme 2 bis 8 Planeten. Man vermutet aktuell, Stand 2017, dass jeder Stern unserer Milchstraße im Durchschnitt von 1 bis 2 Planeten umgeben ist. In unserer Galaxis gibt es vermutlich 100 Milliarden Sterne, also etwa 150 Milliarden Planeten. Das wären hypothetisch in einem Radius von 50 Lichtjahren um unsere Erde immerhin 1500 Planeten. Ein schönes Bild, was das visualisiert, dass viele Sonnen von Planeten umgeben sind, die für uns bisher unsichtbar waren. Noch ein Wort zur Nomenklatur. Exoplaneten werden benannt, indem an die Klassifizierung ihres Zentralsternes ein Kleinbuchstabe angehängt wird, beginnend mit klein b. Die Nummerierung erfolgt dann in der Reihenfolge der Entdeckungen, nicht nach ihrer Größe. Ein Beispiel: Die Sonne Gliese 581 besitzt die Planeten Gliese 581b, also zuerst entdeckt und später entdeckt, die Planeten Gliese 581c, d und e. Auf unserem Bild real existierende und nachgewiesene Planeten des Kepler-Systems. Ein weiteres Problem in diesem noch jungen Feld der Astronomie ist, dass die Astronomen bisher noch kein allgemein anerkanntes Einteilungssystem entwickelt haben. Verschiedene Modelle werden vorgeschlagen. Eine Einteilung von Exoplaneten kann erfolgen wie unsere solaren Planeten nach ihrer Struktur in erstens Gesteinsplaneten, wie Erde, Merkur, Venus und Mars. Nach der Größe kann man auch Suberden und Supererden unterscheiden, hier bei uns im Bild dargestellt. Weiter könnte man differenzieren in Gasplaneten wie Jupiter und Saturn. Bei großer Nähe zum Zentralstern werden diese auch
heiße Jupiter, Hot Jupiters genannt. Im Bild eine schöne Darstellung unseres Gasriesen Jupiter, unseres Königs im System im Vergleich zu unserer Erde. Bei Jupiter gut zu sehen der große rote Fleck. Bei der Einteilung nach ihrer Struktur wäre die dritte Kategorie die Einteilung in Eisplaneten. Im Bild unser großer Eisriese Neptun, wieder im Vergleich zur Erde. Oder man übernimmt eine konkurrierende Einteilung nach ihrer Zusammensetzung in entweder metallosilikatische Planeten wie Merkur und Erde oder silikatische Planeten wie Europa und Io, die Monde des Jupiter, oder hydrosilikatische Planeten wie Pluto und Titan oder eben wieder Eisplaneten und Gasplaneten. Man kann auch differenzieren nach der Atmosphäre von Planeten, zum Beispiel nach Wasserdampf, Methan oder Ammoniak, immer in Abhängigkeit von der jeweiligen Temperatur. Besonders faszinierend für uns sind natürlich die erdähnlichen Planeten. Unserer Fantasie und also auch der künstlerischen Darstellung sind als Grenzen hier nur gesetzt die universell gültigen Gesetze von Physik, Chemie und Biologie. Bunt und staunenswert werden dargestellt Suberden, das sind Planeten kleiner als die Erde, oder Supererden, das sind Planeten größer als die Erde, und superhabitable Planeten, das sind Planeten besser als die Erde für das Leben geeignet. Im Bild eine solche Darstellung eines fiktiven, nicht realen, superhabitablen Planeten mit einer weit ausgedehnten Vegetation. Was wären denn günstige Bedingungen für Leben auf einem Planeten, so wie wir es kennen? Wir haben das oben schon einmal angesprochen und die Folie zeigt das noch einmal kurz. Leben in unserem Sinne erfordert einen mittelgroßen Gesteinsplaneten in der habitablen Zone um einen Zentralstern mit flüssigem Wasser und einer Gasatmosphäre. Die Folie zeigt die einladenden Bedingungen für Leben auf unserem Planeten aus dem All. 70% der Oberfläche unserer Erde sind von Meeren bedeckt. In einem neuen Sonnensystem bildet sich rund um die junge Sonne, die gerade zu strahlen begonnen hat, eine sogenannte protoplanetare oder protosolare Scheibe. Das ist eine rotierende Scheibe aus Staub, Gas und Materiebrocken verschiedener Größe. Diese finden sich in der Folge zusammen zu den Vorstufen von Planeten oder eben auch nicht. Das Bild soll noch einmal kurz in Erinnerung rufen, die Frühphase eines Planetensystems. Kurz nach der Entstehung der Zündung des nuklearen Feuers in der jungen Sonne ist diese umgeben von einer großen solaren Scheibe aus Staub, Gasen und Gesteinstrümmern. Über die lange Zeit kollidieren diese Trümmer miteinander und verschmelzen schließlich zu immer größeren Brocken, zunächst zu planetesimalen und Protoplaneten und schließlich zu den ersten jungen Planeten, die ihren Weg und ihre Bahn rund um den Zentralstern suchen und finden. Besonders schwierig war natürlich das Suchen und Finden von kleinen Exoplaneten. Inzwischen ist aber auch dies gelungen. Das Bild zeigt eine Reihe von kleinen und real existierenden Exoplaneten im Vergleich zu unserer Erde und ganz links im Vergleich zu unserem kleinen roten Bruder, dem Mars. Im Folgenden einige Beispiele für erdähnliche Planeten und für das Leben geeignete Planeten, zum Teil real existierend und nachgewiesen, zum Teil auch in fiktiver Darstellung.
Hier ein weiterer nicht realer, ein fiktiver, erdähnlicher Planet in einer schönen künstlerischen Darstellung. Diesen Planeten gibt es tatsächlich im Kepler-System. Kepler 442b ist ein Planet, der etwas größer ist als unsere Erde. Ansonsten scheint er in den bisher bekannten Eigenschaften ähnlich zur Erde zu sein und eine Bewohnbarkeit ist daher nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Ein anderer Stern, nämlich Kepler 452, ist sehr sonnenähnlich und besitzt ebenfalls einen Exoplaneten, Kepler 452b, der erdähnlich wirkt, etwas größer und ebenfalls sich in der habitablen Zone im System befindet. Auch das ist ein real existierender Exoplanet, in einer künstlerischen Darstellung allerdings. TRAPPIST-1e ist nur 40 Lichtjahre von der Erde entfernt und befindet sich ebenfalls in der habitablen Zone um seinen Stern, allerdings besitzen wir wenig weitere Informationen. Der künstlerischen Fantasie des Menschen sind keine Grenzen gesetzt. Hier ein fiktiver Planet, ein erdähnlicher Exoplanet mit Wolken, großen Kontinenten und Vegetation. Bei dem nachgewiesenen Planeten im System Gliese 667c liegt das Problem vor, dass das Zentralgestirn aus zwei kleinen, masseschwachen und leuchtschwachen Sternen besteht. Der Planet muss also sehr dicht, nur ein Zwanzigstel der astronomischen Einheit, am Zentralgestirn stehen, um überhaupt ausreichend Wärme zu bekommen. Hier eine künstlerische, fiktive Darstellung eines Gesteinsplaneten von der Größe der Venus. Dieser soll im Zentrum der Milchstraße zwei nachgewiesene, reale, braune Zwerge umrunden. Die Bedingungen für Leben sind ungünstiger in einem Doppelsternsystem und braune Zwerge sind sehr massearm und leuchtschwach. Das Leben muss nicht unbedingt auf einem Planeten stattfinden, es könnte auch auf einem großen Mond existieren. Diese fiktive Darstellung zeigt einen großen Mond, der einen nachgewiesenen, sehr großen, real existierenden Planeten umkreist. Bedingung muss also sein, dass es ebenfalls ein felsiger Mond mittlerer Größe ist, der ausreichend Wasser und eine Gasatmosphäre enthält. Hier sehen wir eine ähnliche Konstellation. Ein großer, erdähnlicher Mond in der Nähe eines Gasriesen wie Saturn in der habitablen Zone seines eigenen Sonnensystems. Eine künstlerische Darstellung, ein Blick von einem Mond auf einen realen nachgewiesenen Exoplaneten im Sternbild Serpens Schlange. Obwohl dieser nachgewiesene Planet in nahem Abstand zur Sonne, dem Venusabstand, seine Sonne umkreist, wird die Wärme nicht reichen für unsere Art zu leben, da das Zentralgestirn an der Grenze zum braunen Zwerg sehr schwach leuchtet. In einem Dreifachsystem wirken wechselnde Gravitationskräfte auf die Planeten ein. Dies gilt als ungünstige Voraussetzung für die Entstehung von Leben. Besser ist ein System mit einem einzigen Zentralstern. Im Folgenden zeige ich einige Szenarien auf, die besonders lebensfeindlich sind für die Entstehung von Leben unserer Art auf Exoplaneten. Wenn große Planeten, besonders Gasriesen, sich zu dicht an ihrem Zentralstern befinden, dann werden sie regelrecht ausgebrannt. Sie evaporieren, verdunsten, verdampfen ihr gesamtes Wasser und verlieren ihre Gasatmosphäre. Solche Planeten werden heiße Jupiter, Hot Jupiters genannt.
große Gasplaneten, die ähnlich wie Jupiter sind, aber zu dicht an ihrem Zentralstern kreisen, werden als heiße Jupiter-Hot-Jupiters genannt. Die Bedingungen für Leben erscheinen hier unmöglich. Solche sonnennahen Gesteinskugeln können hoffnungslos überhitzt sein und starke vulkanische Aktivität aufweisen. Auch dieser real existierende Venus-ähnliche Gesteinsplanet kreist zu dicht an seinem Zentralstern, ist sehr heiß und von Lava und Vulkanen geprägt. Das andere Extrem ist die Kälte. Wenn Planeten zu weit entfernt sind von ihrem Zentralstern oder wenn ihre Sonne zu klein oder zu schwach ist und damit sehr leuchtschwach, dann gefrieren sie entweder zu riesigen, eisigen Gasplaneten oder zu durchgefrorenen Gesteinsplaneten, wie gefrorene Schneebälle in der Tiefe des Alls. Dieser real existierende Exoplanet besitzt immerhin Erdgröße, aber er ist ein gefrorener Eisklumpen, denn er befindet sich in einem System, dessen Zentralstern ein schwach leuchtender roter Zwerg ist. Lebensfeindlich ist auch übergroße Trockenheit auf einem Planeten. Dieser künstlerisch geschaffene, fiktive Wüstenplanet könnte eine Drehbuchvorlage für den Planeten Tatooine in Star Wars sein. Auch das Gegenteil könnte schwierig für das Leben sein, wenn auch nicht unmöglich. Es könnte Planeten geben, die durchgehend oder überwiegend von mehrere hundert Kilometer tiefen Ozeanen bedeckt sind. Auf manchen Jupitermonden scheint das der Fall zu sein. Solche Planeten haben dann auch eine dichte Wasserdampfatmosphäre. Unser kleiner roter Bruder, der Mars, war zu klein, zu massearm, um seine Gasatmosphäre zu halten. Wenn ein Planet seine Gasatmosphäre verliert, dann verliert er zugleich den Schutz vor der UV-Strahlung aus dem Weltall. Ebenso ungünstig ist es, wenn ein Planet kein Magnetfeld hat oder dieses verliert, weil die Magnetosphäre einen Schutz darstellt vor der ionisierenden Strahlung des Sonnenwindes. Ein schönes Bild und auch real existierend, aber für unsere Art zu leben vermutlich feindlich. Rein spekulativ kann man auch über eine Basis für ganz andere Lebensformen nachdenken. Bei uns ist die Grundlage für das Leben das Wasser. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass auf anderen Welten Lebensformen existieren, die auf der Basis von festem Kohlenstoff fußen oder Stickstoffverbindungen oder Schwefel. Natürlich würden solche Lebensformen sehr anders aussehen als wir. Auf diesem Bild wird die Frage aufgeworfen: Wolken aus Methan und Ozeane aus Ammoniak stellen für uns Gifte dar. Vielleicht ist das für andere Lebensformen aber Nahrung. Ein trauriges Bild. Ein verwaister, ein verlorener Planet, den übergroße Kräfte aus einem Sonnensystem hinausgezogen oder hinausgeschleudert haben. Es gibt tatsächlich einzelne solcher Beobachtungen. 2004 fand man im Sternbild Krebs die Supererde Janssen, früher Cancri E, auf Kohlenstoffbasis mit enormer Dichte und sehr enger Umlaufbahn um ihren Stern. Die große Hitze und der enorme Druck könnte große Teile ihrer Kruste zu Diamanten gepresst haben. Im Sternbild Fuchs gibt es den Planeten HD 189
733b, dessen schöne, azurblaue Wolken nicht aus Wasser, sondern aus heißen Silikatteilchen bestehen. Daher regnet es auf diesem Planeten heißes, geschmolzenes Glas. Bisher sind wegen der ungeheuren Entfernungen außerhalb unserer Galaxis noch keine Planeten nachgewiesen worden. Hypothetisch ist mit solchen Planeten aber zu rechnen, es gibt auch erste Mikrolinseneffekte, die darauf hindeuten. Zum Abschluss wünsche ich mir, dass Sie ebenso viel Freude wie ich hatten mit der Reise unserer Gedanken zu ganz anderen Welten. Bis zum nächsten Stern, Proxima Centauri, der tatsächlich von einem möglicherweise bewohnbaren Planeten begleitet wird, sind es 4 Lichtjahre. Mit unseren bisherigen Antrieben dauert diese Reise 32.000 Jahre. Neue Antriebe sind allerdings in Planung. Unsere Fantasie schafft es aber schon heute. Wir sind also nicht alleine, aber die Nachbarn sind sehr weit weg. Dr. Hans-Jürgen Alexi.